Hallo, mein Lieben, und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Anno 1800. Mein Lieben, heute zur Freitagsfolge Anno 1800 habe ich wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Mein Lieben, ich hatte euch ja gesagt, ich hatte ja mein Schönbauprojekt Meine eigene Stadt begonnen, die ich euch gezeigt habe, was auch sehr, sehr gut bei euch ankam. Und dann habe ich ja gesagt, dass wir auf jeden Fall, wenn wir Crown Falls dann entdeckt haben, mit dem Cap Trelawney, dass ich auf jeden Fall mit meiner Insel bzw. meinem Schönbauprojekt hier auf jeden Fall nochmal umziehen möchte und das soweit in Crown Falls, verwirklichen möchte. Meine Lieben, ich habe da damit angefangen, ich habe den ganzen, wie soll ich das sagen, ich habe ja so circa den halben Feiertag damit verbracht, hier ein bisschen was schön zu bauen. Dann habe ich nochmal viele Bilder von zu Hause genommen, habe die nochmal verglichen, welche Gebäude kamen überhaupt dahin, sind Gebäude von Anno 1800 überhaupt stimmig dazu, würde das passen oder muss ich da irgendein Fantasiegebäude einfügen. Ich habe auch noch, ich suche auch noch zwei, drei Modifications, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Als erstes schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, wie wir an diese großen Kaufläden kommen. Es gab über die Touristen irgendwann die Möglichkeit, so große Kaufhäuser hinzustellen. Hat man da eine gewisse Anzahl von Touristen benötigt? Wisst ihr das noch? Wie gesagt, sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich habe nämlich kein Gebäude bei mir unten in der Leiste gefunden. Nett, dass es weg ist von der Spice It Up UI. Oder ich muss es erst durch gewisse, wie gesagt, durch gewisse Anzahl von Touristen freischalten. Wie gesagt, gerne unten in die Kommentare. Vielen, vielen Dank. Und dann habe ich noch ein paar andere Gebäude gefunden. Wie gesagt, ich habe noch bei Nexus Mods, habe ich jetzt noch mal reingeschaut heute über den Tag und habe sogar noch so eine, nee, ich verrate es dir mal nicht, ich habe auf jeden Fall eine Modification gefunden, die hat mit Schienen zu tun. Weil das in unserer Stadt, beziehungsweise in meiner Stadt, ist das eigentlich gang und gäbe. Mit dem Zug bin ich viele, viele Jahre gefahren. Immer in die Berufsschule und wieder nach Hause, bevor ich den Führerschein hatte. Und der Bahnhof muss auf jeden Fall mit rein. Dadurch, dass der Bahnhof jetzt noch nicht gebaut werden kann, weil es einfach noch keine Modification gibt, habe ich einfach mal den Ölhafen dorthin gestellt. Seht mal es bitte nach. Und einige Gebäude sind auch noch nicht fertig, weil, wie gesagt, wir kommen ja auch noch nicht an den Stahlbeton ran. Den sollten wir mal in einer der nächsten Folgen von Anno 1800 auf jeden Fall mal in die Wege bringen, oder? So, mein Lieben, wir gehen jetzt mal lang. Ich mache das heute ein bisschen kürzer, weil ich bin nämlich noch nicht ganz fertig. Ich habe aber sehr, sehr viel gebaut. Und zwar ist das tatsächlich so, vom Besucherhafen hier kommend, ist das im Prinzip unser Ortseingangsschild. Es ist tatsächlich so, wenn man in meine Stadt reinkommt, ist das hier das Erste, was man sieht. Früher war es so, hier auf der rechten Seite, jetzt ist es total brach. Früher war es so, da war eine riesengroße Fabrik. Ich habe da jetzt auch mal so ein riesengroßes Fabrikgebäude hingebaut. Ist eigentlich egal, was es ist. Wichtig ist, dass ihr wisst, dass da ein riesengroßes Fabrikgebäude stand und das auch sehr viel, ja, ich sag mal, sehr viel Smog erzeugt. Sagen wir es mal so. Auf der linken Seite geht es gleich hoch. Da laufe ich mit euch mal schnell hoch, weil hier oben auf der linken Seite, schaut mal, da oben steht auch das Schiff der Königin, beziehungsweise steht auch hier der Ölhafen. Das ist so, den habe ich auch im Blaupausenmodus drin gelassen. Da kommt auf jeden Fall der Bahnhof hin. Das werde ich dann alles noch ein Stück weiter rüber basteln, je nachdem, wie groß der Bahnhof wird. Und da freue ich mich auch riesig drauf auf das Projekt, vor allem, wenn es fertig ist, dass ich das dann euch zeigen kann, dass es hier vor einem Jahr stimmig wirkt. Meine Lieben, der Busbahnhof ist bei uns zu Hause komplett umgezogen. Und zwar hat sich der Busbahnhof neben dem Schienensystem ganz einfach angesiedelt. Das hat damals einfach mal die Stadt beschlossen. Das ist jetzt hier möglich zum Bauen, weil Cap Trelawney ja definitiv so viel mehr Platz bietet. Und ich habe gleich 4 Bushaltestellen hier angebaut. Es sind sogar noch mehr zu Hause. Ich glaube, zu Hause sind 7 oder 8 Stück. Aber ich fand das hier eigentlich ein schöner Kompromiss, vor allen Dingen zwischen Größe und dass es nicht so überbaut aussieht. Und dann habe ich mir überlegt, ja, die 4, klingt gut, gefällt mir, nehme ich. Na? So, das ist die eigentliche, das hier wäre dann so eigentliche Hauptstraße, wenn man hier reinkommt. Hier auf der Rückseite habe ich aber jetzt noch mehr gebaut, mein Lieben, weil, ganz klar, ich konnte hier durch dieses Cap Trelawney, kann man ja mega viel bauen. Und das hat sich direkt in dieses Stadtbild gleich mit eingefügt. Meine Lieben, ich möchte euch mal zeigen, wo wir den größten Teil unseres Sommers verbracht haben. Ihr werdet es kaum glauben. Gegenüber der großen Fabrik war natürlich auch noch eine große Fabrik gestanden. Meine Lieben, die Gebäude sind, die gibt's. Entschuldigung, nicht. Ja, ich gebe ja schon Gas. Entschuldige bitte. Dass es nicht allzu lange heute dauert. Ich wollte nur auf jeden Fall mal euch mitnehmen.
damit ihr mal seht, wie weit ich in dem Schönbauprojekt gekommen bin bis jetzt. Hier gab es auch ein großes Fabrikgelände, beziehungsweise ein riesengroßes Fabrikgebäude. So ein großes Fabrikgebäude habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist eigentlich nochmal zweimal so groß wie das hier. Ich weiß gar nicht, was da damals hergestellt worden ist. Wo ich noch Kind war, wurde das damals weggeklopft. Es ist leider so. Dann hier auf der linken Seite liegt es noch brach, weil wie gesagt, da hätte ich gerne mal gewusst von euch in die Kommentaren, ab wann können wir denn die Kaufhäuser freischalten? Ich weiß es nicht mehr. Und hier runter, meine Lieben, da habe ich auch sehr, sehr viel Zeit in meiner Kindheit verbracht. Und zwar, bevor wir dann nach links blicken, schauen wir mal nach rechts. Das war eigentlich von unserer Schule der sogenannte Sportplatz. Der war hier auf der Seite und hinter der Mauer. Die Mauer ist auch noch nicht ganz stimmig, aber ich habe keine andere Mauer gefunden. Es war auf jeden Fall abgegrenzt zwischen dem und dem Gebäude bzw. dem Bereich da oben. Das ist ganz, ganz wichtig. Hier auf dieser Bahn konnte man zwei Sachen machen. Erstens, hier hinten konnte man weitspringen, vor den Bäumen immer, konnte man weitspringen veranstalten. Das war damals eine Disziplin. Und von hier ab, meine Lieben, schaut mal da hinten bitte das kleine Stückchen Mauer. Hier hat man damals den Weitwurf trainiert. Das war damals auch bei uns beim Sportgang und Gäbe, dass man da Weitwurf gemacht hat. Es gab, also die Mauer war immer so, ich schätze so 40 bis 50 Meter entfernt. Wenn man hier wirklich an dem Punkt stand. Es war tatsächlich so, und das hat bei uns in der Schule, hat das einer geschafft. Einer. Aber der war dann auch, das war in über 2 Meter Emmes und der hat wirklich Power gehabt. Also der hat das Ding dahinter gefeuert. War unglaublich. Keiner sonst hat das geschafft. Außer dieser Typ. Unglaublich. Und dadurch, dass wir in unserem Jahrgang alle zusammen Sport hatten, die Jungs wie die Mädels, waren da auch deutlich mehr da. Und dann hast du auch mal so einen gesehen, der das Ding halt mal davor gepfeffert hat. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht, so ein kleiner Gummiball. Der war, glaube ich, richtig schwarz und der hat gestunken wie verrückt. Aber wie gesagt, war ideal zum Werfen, das Ding. So, das war Nummer 1. Und Nummer 2, meine Lieben, das war der Bolzplatz. So sah damals unser Bolzplatz aus. Also ich habe gar nichts anderes machen müssen, weil diese Farbe und diese Struktur hat genau gepasst. Die hat ja genau gepasst. Das ist so eine Mischung aus Sand und so ein bisschen Gestein gewesen. Ich habe hier links und rechts 2 Pavillons hingebaut. Meine Lieben, das sind meine 2 Tore. Ihr braucht ja nicht lachen oder ihr könnt gerne lachen. Ich habe da versucht, ein bisschen Fantasie walten zu lassen. Ich habe auch so ein Gebäude gesucht oder sowas Ähnliches. Mir hat das hier am besten gefallen, weil das ist viereckig. Und man könnte auch so sehr gut mit dem Ball dort reinfeuern. Wisst ihr, was ich meine? Und genau deshalb habe ich das hier links und rechts als Fußballtor gelassen. Das war unser Bolzplatz. Das war tatsächlich damals unser Bolzplatz. Übrigens konnte man das nicht nur zum Fußballspielen nehmen, sondern auch zum Handballspielen. Die Menschen lassen ja, sie hoch. Dann hat man einfach die Tore abgebaut und hat 2 kleinere Tore genommen. Die hat man dann von, zeige ich euch gleich, hat man dann von innen geholt. Das hier, das war im Prinzip wie unsere Fußballschenke. Sag ich mal, da hat sich dann unsere Stadtfußball-Elite getroffen, wie es damals hieß. Ne? Das war nicht nur so eine Bar, wo man sich da treffen konnte, was trinken konnte und eine Kleinigkeit essen. Nee, da haben sich dann da unten im Keller und so weiter, bevor es dann hinten rausging, haben sich dann die ganzen Fußballer umgezogen. Das war ein riesengroßes Gebäude, aber wie gesagt, man muss ein bisschen Fantasie walten lassen bei manchen Gebäuden. Es sah ungefähr so aus. Nicht genau so, aber ungefähr so. Es hatte aber... Und das war mir persönlich wichtig, meine Lieben. Es hatte aber hier oben eine VIP-Tribüne. Und diese gibt es hier auch. Diese VIP-Tribüne gibt es hier tatsächlich auch. Und genau deshalb habe ich die Bar hier angebaut. Weil die Leute von hier oben, man kann leider nicht hochgehen, die Leute von hier oben haben einen idealen Blick hier unten auf unser wirkliches, richtiges Spielfeld. Und meine Lieben, das hier ist unser kleiner Fußballplatz, wie er damals in meiner Stadt war. Genauso. Wir hatten auch nur 2 Tribünen. Ich habe hier mal so kleine Tribünchen aufgebaut, hier auf der linken Seite und auf der rechten Seite. Wie gesagt, alles kein Problem. Denen geht's gut. Hier noch ein paar Parkplätze, ne? Falls jemand mit einem Kutschenwagen kommt oder irgendwas. Ne? Also kein Problem. Oder mit der Rikscha. Nee, Spaß beiseite, alles gut. So, und hier außenrum. Also das hier sind die Eckpunkte, ne? So eine Fahne habe ich direkt nicht gefunden und einen Wegweiser wollte ich nicht hier hinbauen. Und hier außenrum ging dann die sogenannte Tartanbahn. Es weiß garantiert noch jeder von euch, was so eine Tartanbahn ist. Die Tartanbahn ging ja genau, ich weiß gar nicht, genau 400 Meter oder wie das war. Und das ist einfach nur, es war einfach nur laufen. Einfach nur rennen, einfach nur. Heutzutage ist man froh, dass man das hat, weil da kann man ungefähr, wenn man ein bisschen läuft und wenn man ein bisschen joggt und wenn man so ein bisschen fit werden möchte, beziehungsweise fit ist und einfach mal so ein bisschen auch mal
nicht nur den Kopf arbeiten möchte, sondern sich ja richtig mal ausbauen möchte, dann ist das, ist Ideale für einen, dass er genau weiß, dass eine Runde immer 400 Meter ist. Aber so, meine Lieben, für uns damals war es die Hölle. Ganz ehrlich, das war die Hölle. Wir haben uns so gefreut, wenn dann irgendwann der Lehrer gesagt hat, hier, aus für heute, geht was trinken und danach spielen wir noch eine halbe Stunde Fußball und dann dürfen wir nach Hause gehen. Dann war das so, weil, meine Lieben, mein Zuhause habe ich noch gar nicht markiert hier. Und mein Zuhause liegt hier am anderen Ende der Stadt. Eigentlich liegt mein Zuhause dort berghoch. Das kann ich aber leider nicht machen. Das kann ich leider nicht bis da oben hin zeigen. Aber ich zeige zumindest dann später mal den Weg, weil so weit bin ich noch nicht gekommen. Und jetzt zeige ich euch, wenn wir es durften und wenn wir nicht so spät aus hatten vom Sport, dann sind wir noch bei diesem wunderschönen Wetter. Und das war ja teilweise richtig heiß im Sommer. Dann sind wir vom Sportplatz hier hinten, muss ich auch noch eine Mauer hinbauen. Normalerweise geht es da hinten raus. Ja, da geht aber noch ein bisschen Eisenbahn lang. Später, dazu mehr. Später. Wie gesagt, da brauche ich noch eine Modification. Und meine Lieben, bevor wir dann nach Hause gegangen sind zum Abkühlen, sind wir dann hier reingegangen. In den Eingangsbereich. Dort gab es immer so einen Kassierer. Das war ein lustiger, niedlicher alter Mann. Der war vielleicht 1,50 groß. Und der hat einen immer abkassiert und hat immer, der war immer freundlich, da war man nett, das werde ich nie vergessen. Das ist so, das sind so Sachen als Kind, wo man sich einprägt. Meine Lieben, hier auf der rechten Seite gab es einen kleinen Kiosk, da haben wir uns Eis und Pommes geholt, ganz klar. Und wisst ihr, wo wir sind? Wir sind bei uns im Stadtbad. Genau, wir sind bei uns im Stadtbad. Ich habe leider keine, ich versuche mal ein paar Modifikationen hier mit einfließen zu lassen. Auch gerade beim Schönbau, ich versuche hier, oder vielleicht gibt es irgendwann mal einen Modder, der aus so kleinen Schwimmbecken mal ein riesengroßes macht. Oder vielleicht habt ihr eine Idee, wie ich das alles noch ein bisschen verfeinern könnte. Ich habe hier ein paar kleinere Schwimmbecken reingemacht und was und halt ein bisschen ein paar größere Kanäle, damit man wenigstens mal so Andeutungen hat, damit man mal wenigstens ein bisschen hin und her schwimmen kann. Es war damals bei uns tatsächlich so, dass man sich zwischen diese Becken hinsetzen konnte. Das war damals tatsächlich so. Und davor, na, hier an der Bar bzw. am Café konnte man sich auch was zu essen holen und konnte man sich draußen hinsetzen. Und die Klos und die Toiletten und die Umkleidekabinen, die waren bei uns wirklich, die waren sehr, sehr weit entfernt, so damit man ja nichts davon riechen konnte oder dass man wirklich ab vom Schuss war, dass man sich ganz gemütlich auch umziehen konnte. Ne? Ja, und hier hinten draußen war einfach nur Wiese. Leute, die Bock hatten und sich da mal halt hingesetzt haben und da halt den ganzen Tag bei uns im Stadtbad verbracht haben, die haben sich halt schön unter so einen Baum gesetzt. Direkt in den Schatten rein, Decke ausgepackt, bisschen Picknick gemacht und die sind halt dann immer mal baden gegangen. So war das damals bei uns. Das war nicht groß, aber mein Lieben, ich habe es genossen. Und da kriege ich jetzt immer noch Gänsehaut. Ne? Ich kann mich da immer wieder gerne erinnere ich mich dran. Hammer. Ich habe schon wieder Gänsehaut. Unglaublich. Ja, das war ja unten so, da haben wir sehr, sehr viel Zeit in der Kindheit bzw. Richtung so jugendlichen Alter haben wir so verbracht. Meine Lieben, es geht weiter. Ich habe dann mal zwischendurch mal geguckt, zu Hause, wie viele denn tatsächlich solche Straßen weggehen. Und es ist tatsächlich so, es gehen nicht viele Straßen weg, aber die Straßen, die von unseren zwei, von unseren zwei Hauptachsen durch die Stadt durch weggehen, ist tatsächlich so, dass die Häuser dort alle im 90-Grad-Winkel angebaut wurden. Also bei uns gibt es so keine großen Kurven, bei uns gibt es dann eher ein bisschen Wald, ein bisschen mehr Wald außenrum und es gibt halt ein bisschen mehr Hügel. Ne? Also es geht leider alles nicht so schön gerade hin wie in Crown Falls hier. Müsst ihr euch einfach vorstellen, dass ein ganz kleines bisschen Hügel mit dabei sind. Aber so sahen in etwa unsere Straßen aus. Die gehen auch ein ganz schönes Stück hin und dann enden die plötzlich und gehen links oder rechts weg. Ne? Also ich sag mal, quadratisch war es halt nicht ganz, aber ich kriege halt ja auch keinen 80 Grad oder 70 Grad Winkel leider hin. Sehen wir es bitte nach. Aber das ist zumindest angedeutet und jeder weiß, was ich meine. Übrigens möchte ich aus den Häusern hier komplett, möchte ich gerne Handwerkerhäuser machen, hatte ich ja schon mal gesagt. Unsere Stadt bzw. meine Stadt ist ein ganz klares Handwerkerhaus, wobei ich noch was, da komme ich noch gleich dazu. Heute Morgen höchstpersönlich frisch gepflückt. So, das hatte ich ja schon erzählt, das ist ja die Bar, wo wir dann immer ganz zum Schluss abgesackt sind, wo wir dann wirklich keinen Bock mehr hatten. Und hier daneben ist mal eingefallen, das geht dann wirklich Richtung Stadtkern schon rein. Hier daneben ist mal eingefallen, wir hatten in unserer Stadt zwei Banken, zwei Stück. Das waren keine großen Filialen, es gibt auch leider nur die großen Bankhäuser in anno 1800, aber wir hatten zwei konkurrierende
Firmen bzw. zwei konkurrierende Banken bei uns in der Stadt. Ich weiß nicht mehr, wie es heutzutage ist. Also eine ist auf jeden Fall noch da, das weiß ich. Aber was mit der anderen passiert ist, ich kann es euch beim besten Willen nicht sagen. Vielleicht eingestampft oder vielleicht gibt es sie noch, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren die nicht weiter wie 200 Meter voneinander entfernt. Es ist tatsächlich so, unglaublich. Gegenüber davon, da hatte ich dann in meiner Schönbaufolge auf der, ich sag mal, in der alten Welt aufgehört, gegenüber davon habe ich dann rausgebracht, dass hier vorne direkt in der Ecke, wo ich hier davor stehe, da gibt es auch noch, da soll auch noch irgendwas, irgendeine Infrastruktur drin gewesen sein. Ich glaube, da war ein Schuster drin oder so. Ich kann es euch nicht genau sagen. Hier war auf jeden Fall ein Goldschmied. Hier war auf jeden Fall ein Goldschmied drin, der Hochzeitsringe verkauft hat. Weiß mein Vater. Mein Vater hat das ganz genau gewusst, wer da drin war. Und meine Lieben, dieses Gebäude gibt es selbstredend in anno 1800, oder? Und da führt eins ins andere, das baue ich hier hin und alles ist gut. So, hier hinten geht es weiter, das spielt erstmal keine Rolle mehr. Hier gegenüber gab es einen großen Kaufladen. Im Prinzip, das ist schade, dass ich das nicht so zeigen kann, im Prinzip war das überdacht, der Eingang. Und dann ging der Eingang so in so eine Tür rein. Deshalb hat mich das hier richtig gereizt, das hier hinzubauen, weil das hier ist ähnlich. Da musste man durch so einen Torbogen durchgehen und dann ist man vorne an so einer Eingangstür gelandet. Komm gleich wieder, Moment. So, mein Lieben, entschuldigt bitte die ganz, ganz kurze Unterbrechung, aber die musste wirklich sein. Okay, mein Lieben, wir sind hier fertig in dem großen Souvenir, beziehungsweise in dem großen Kaufladen von damals. Wir gehen noch mal ein ganz, ganz kleines Stück die Stadt rein. Und da hatte ich euch ja gesagt, hier auf der rechten Seite möchte ich jede Menge Läden haben, die jede Menge Sachen verkaufen. Drogeriegeschäfte, Schneidereien, irgendwelche Läden, die zum Beispiel Maßanzüge verkaufen und so weiter und so fort. Und das habe ich hier mit realisiert. Das auf jeden Fall. Diese Seite der Straße sollte auf jeden Fall komplett mit solchen Läden, bestückt werden oder ausgestattet oder bebaut werden, weil da gab es keine Wohnhäuser. Ne? Ich habe ja in meinem ersten Video, wer es nicht gesehen hat, da blende ich es nochmal hier rechts oben nochmal ein. Da habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viele Wohnhäuser hierhin gebaut, sehr, sehr viele Bauernhäuser und habe dann gesagt, zu einem späteren Zeitpunkt kommen auf jeden Fall noch sehr viele Modeläden hierher, sehr viele Drogerieläden und so weiter. Das habe ich jetzt realisiert. Hier auf der linken Seite sind noch Bars und Restaurants. Das war damals genauso wie heute. Das ist richtig gut und meine Lieben, hier bin ich erstmal noch nicht weitergekommen, weil hier unten ist ja das Kino. Das seht ihr ja hier geradeaus. Das ist dann im Blaupausenmodus drin und das lasse ich auch bis jetzt nochmal so. Okay? Mehr gibt es hier eigentlich erstmal nicht zu sehen. Das reicht ja eigentlich schon. Ich zeige es euch gleich nochmal in der Vogelperspektive. Hier das Bankhaus von der ersten konkurrierenden Bank. Das andere Bankhaus, das steht noch nicht mal. So weit bin ich noch gar nicht gekommen. Und dann gab es hier zwei, drei Läden, die so auf der Reihe... schon gab, aber auch wiederum nett, ne, sage ich mal, weil da muss man ein bisschen die Fantasie spielen lassen. Hier die Fleischerei gab es auf jeden Fall. Die Fleischerei. Der Kerl, ich glaube, der Sohn von dem damaligen Besitzer, der war bei mir sogar in der Parallelklasse. Man mag das kaum glauben, aber so führen dann die Wege wieder zusammen. Hier gibt es dann noch so eine kleine Manufaktur und hier gibt es dann wieder ein bisschen was Größeres. Ich weiß, dass hier vorne auf der rechten Seite an der Ecke war auf jeden Fall ein Elektroladen. Und da habe ich im Prinzip gedacht, ja, das sollte man auf jeden Fall den Laden für die Lichter hinbauen. Okay? So, mein Lieben, jetzt sehen wir das alles nochmal in der Vogelperspektive, weil so lange wollte ich ja das Video heute auch nicht machen. Ich wollte ja nur, dass ihr mal einen kleinen Einblick bekommt. Ich habe schon sehr, sehr viel auch mit Ornamenten gearbeitet, sehr, sehr viel mit Wald, weil es ist tatsächlich so, alle übrigen Flächen, die es bei uns so gibt, die ist ja gar irgendwie Gras oder das ist ja irgendwie kein Dreck oder so. Nee, gar nichts, sondern das ist eigentlich Wiese, das sind so ein bisschen bebaute oder unbefestigte Wege und so weiter und so fort. Übrigens, die Mühle hier, die gibt es auch. Da haben sie sogar einen Weg danach benannt. Es ist tatsächlich so, wirklich. Hier habe ich das Stahlwerk hingebaut und hier daneben habe ich die Dampfwagenfabrik hingebaut, weil das sind zwei der größten Gebäude, die auch sehr, sehr viel ausstoßen, beziehungsweise sehr, sehr viel Dreck und sehr, sehr viel Ruß machen. Und das war ja damals bei uns ebenso auch gang und gäbe. Ne?
wie woanders. Ja, und dann hier seht ihr nochmal das Stadtbad, hier unser kleines Fußballabteil, hier der Bolzplatz und hier vorne, wo man weit springen konnte und auch hier, wo man unseren Weitwurf von der Schule aus gemacht hat. So, und dann gibt es dann die verschiedenen Straßen, das hier waren im Prinzip die Viertel oder sind es ja immer noch, die sind relativ gerade angelegt, das habe ich auch nochmal recherchiert, es gibt schon kleine Kurven da drin, aber ich sage mal summa summarum, wenn man sich mal so vorstellt, sieht es auf jeden Fall schon quadratisch aus. Deshalb, ich habe hier gar nicht viel machen müssen, einfach nur mal nach so ein bisschen maßstabsgetreu nach hinten gebaut und da war gut. Es kommt nämlich hier noch ein bisschen was dazu. Hier vorne ist mein Goldschmied, ja? Und hier sind dann hier auf jeden Fall die Souvenirs und hier gibt es dann das Bankhaus, hier ist die Phonographenfabrik, hier gibt es die Fleischerei, den es tatsächlich wirklich gibt. Die Düngemittelfabrik habe ich hier mal noch hingesetzt, weil ja, ne, es fällt halt Ado immer mal ein bisschen Mist an und so weiter und so fort. Und den Mist kann man ja auf jeden Fall dann gleich zu Düngemittel verarbeiten. Und hier da vorne gibt es auf jeden Fall gleich das Elektrogeschäft bzw. die Glühbirnenfabrik. Soweit bin ich erstmal gekommen bis zum Stadtkern. Den Viehmarkt habe ich auch schon ausgebaut gehabt, wie er im ersten Video zu sehen war. Natürlich habe ich den botanischen Garten angebaut, habe den noch ein bisschen verschönert, habe hier geguckt, dass man auf jeden Fall, wenn man hinten in den botanischen Garten reingeht, das ist ja unsere riesengroße Gärtnerei bei uns zu Hause, die gibt es ja heutzutage noch. Und diese Gärtnerei hier, die hat ja eine wahnwitzige Auswahl an verschiedenen Sachen, an verschiedenen Blumen, an verschiedenen, was der Geier, was, also absoluter Wahnsinn. Und es wird heutzutage noch gehegt und gepflegt und man kann da immer, wie gesagt, jederzeit hingehen und kann sich da einen wunderschönen Strauß abholen. Absolut toll und vor allen Dingen auch das Gelände hinten, es wird immer gehegt und gepflegt, richtig toll. Also richtig, richtig fantastisch. So, und hier davor, im Prinzip vor dem Garten, gibt es auch noch mal zwei Textilfabriken, weil da gibt es auch noch zwei Geschäfte, die dort auch noch Klamotten verkaufen. Ne? Die haben früher Klamotten und Schuhe verkauft. Jetzt weiß ich gar nicht mal, was da drin ist. Ich glaube, nur noch Schuhe. Ich weiß es nicht genau. Und dann danach ist auf jeden Fall eine meiner Straßen, ne, wie ich nach Hause gegangen bin. Deshalb sage ich also, meine Heimat wäre dann ungefähr dort hinten, wo dann die Felsen anfangen. Leider ist hier halt so ein Fluss dazwischen, aber das ist egal. Ich zeige es euch trotzdem mal. Irgendwann mal später. Und hier war ein Bäcker, den gibt es heute auch noch. Und gleich daneben war auch noch ein Fleischer, den gibt es heute auch noch. Man mag das kaum glauben. Und hier daneben waren auch zwei Textilfabriken. Die zwei Textilfabriken, die haben allerdings nicht verkauft, sondern die haben nur gebastelt. Also die haben nur gebaut, was anderes gab es da nicht. Gegenüber davon, ihr seht, gibt es das sogenannte Schneidergeschäft. Das gab es damals, das gibt es leider heute auch noch mal. Das gibt es. Das ist alles dann immer da. Da ist, glaube ich, heute ein Friseur drin. Ich weiß es gar nicht mehr genau. So, und hier hinten dann, wenn man hier die erste Straße nach der Bushaltestelle, wenn man hochgefahren ist, dann gab es schon mal die riesengroßen Viertel. Da versuche ich später, Hochhäuser zu bauen. Und zwar ist es tatsächlich so, dass hier in dem Viertel dort hinten, also mit diese ganzen Häuser, wir sollten hier hinten sowieso noch mal ein bisschen was hinbauen. Diese ganzen Häuser sind alles Hochhäuser, komplett. Deshalb versuche ich auf jeden Fall zu den Ingenieuren hier aufzusteigen und die auf jeden Fall, da ist mir das Panorama egal, seht man es bitte nach, aber ich möchte auf jeden Fall, dass ihr seht, dass das alles Hochhäuser sind. Ne? Hier die komplette Bank, ja, das wurde damals, da gab es damals so ein Wohnungsgroßbauprojekt, sagt man es mal so, ne? Und da haben sie halt diese riesengroßen Bauten so aus dem Boden gestampft und deshalb sind das auf jeden Fall alles Hochhäuser, weil dort oben, ich sag mal, da hat man einen schönen Ausblick gehabt. Ist wirklich wahr. So, mein Lieben. Also, das war es erstmal für jetzt. Wie gesagt, wir sind hier vorne bis zum Viehmarkt. Das haben wir fertig gemacht. Und wie gesagt, das Stadtbad mit dem Fußballviertel, das war mal wichtig, dass ich euch das zeige. Das ist auch soweit fertig. Ja, und jetzt gehen wir hier an den Innenbereich. Jetzt bauen wir auf jeden Fall mal den Marktplatz aus. Und dann werden wir mal schauen, was wir als nächstes noch machen. Es fehlt noch der Kanal. Es fehlt noch hier vorne die wichtigste Straße von allen. Achtung, die stand schon mal. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch so ist. Aber die stand unter Denkmalschutz, weil diese Straße ist komplett gepflastert. Kleinpflaster, 10x10, komplett die ganze Straße. Und das sind, ich schwöre es euch, das sind keine 200, 300 Meter, sondern die Straße ging damals sogar, wenn ich mich recht entsinne, ich werde das nochmal recherchieren, ging bis in die nächste Stadt rein, diese Straße. Ne? Also das war
eine komplette Pflasterstraße mit allem drum und dran. Also da haben sie wirklich sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel Zeit rein investiert. Aber irgendwann, ihr wisst Bescheid, irgendwann sagt man da mal, das Pflaster muss jetzt unbedingt raus, weil das ist zu wartungsintensiv. Die haben dann immer mal kleine Blessuren ausgebessert. Aber mein Lieben, wenn der Frost halt reinkommt, ne, ihr wisst Bescheid, dann sagt halt irgendwann mal die Stadt, nee, das geht nicht mehr, wir müssen es komplett rausmachen und müssen es dann halt mit Asphalt ersetzen. Okay, mein Lieben, dann bis hierher ganz, ganz vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig freuen. Wenn auch in der nächsten Folge, mal gucken, was wir in der nächsten Folge machen. Hier wieder mit dabei seid, die Schönbau-Folge, die nächste, die wird sich auf jeden Fall ein bisschen ziehen, weil ich muss ein bisschen was recherchieren und ich möchte das auch noch mal zumindest mal das Innere, den inneren Stadtteil fertig bauen. Dann hole ich euch wieder dazu und dann möchte ich es euch wieder zeigen. Okay, dann vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Zanto. Bye, bye.